Hallo und herzlich willkommen in der Küche des Mittelalters. Und heute habe ich ein Rezept aus dem Bereich Süditalien. Es gibt eine Suppe aus Zucchini, Pilzen und Zwiebeln. Dazu brauchen wir ja, wie gesagt, hier zum Beispiel zwei Zucchinis dieser Größe. Könnt ihr auch eine noch größere nehmen, dann reicht eine. Ob die gelb oder grün sind, spielt keine Rolle. Braune Champignons sind ideal, wenn ihr was anderes nehmt, geht es auch. Zwei Zwiebeln. Dann habe ich hier einen Teelöffel Thymian, den brauche ich. Einen Teelöffel Oregano, den brauche ich. Teelöffel schwarzer Pfeffer gemahlen. Später ein bisschen Salz muss dran und es kommt ein Esslöffel Honig dran. Aber jetzt fange ich erstmal an und schneide das Ganze klein. Und wie klein, das zeige ich euch dann. Das sind jetzt die Zwiebeln, die habe ich so gewürfelt. Das sind die braunen Champignons. Kann man auch mal ungefähr sehen, in welches Format die kommen sollten. Die zerfallen auch noch weiter. Jetzt, die gebe ich nämlich alles jetzt komplett einmal in erhitztes Öl. Und da muss das Ganze ein bisschen anbräunen und in der Zwischenzeit würfel ich meine Zucchini und dann sehen wir uns wieder. Zwiebeln und Pilze haben jetzt für ein paar Minuten hier geschmort, so möchte ich es ungefähr haben. Man sieht, die Pilze fallen gut zusammen. Es riecht auch ganz prima schon. Und genau da gebe ich jetzt die Zucchinis rein, auch hier mal die Größe zu sehen, wie ich die geschnitten habe. So, das wird aufgegossen mit 2 Tassen Wasser. Beim Kochvorgang im Auge behalten, ob vielleicht mehr dran muss, aber meistens reicht das so. Wir werden es sehen. So, da kommt jetzt der Pfeffer dran. Der Teelöffel, wie ich eingangs erwähnte. Ein bisschen verrühren. Der Oregano, auch ein Teelöffel. Der Thymian, Teelöffel. Jetzt kommt zu guter Letzt ein Esslöffel Honig dran. Ich habe hier so ein dünnflüssigen, der geht dann leichter da rein. So. So, mal kurz durchrühren. Thymian und Honig harmonieren übrigens sehr gut im Geschmack. Hoppla. Ich harmoniere gerade ein bisschen hektisch. So. Und salzen müssen wir das Ganze noch. Da steht ein Teelöffel im Rezept drin. Mir kommt es ein bisschen viel vor. Bin da lieber vorsichtig und salze mal nach. Das Ganze, so wie es ist, muss jetzt für 10 Minuten kochen. Und vielleicht habt ihr schon mal gehört, dass jemand gesagt hat, nee, Zucchini gab es im Mittelalter nicht. Doch, die gab es, die kam im späten, ausgehenden Mittelalter im Bereich Süditalien an. Deswegen habe ich sie hier in meine Rezeptsammlung mit aufgenommen. Wie gesagt, das Ganze 10 Minuten kochen und dann sehen wir uns gleich wieder. Die Kochzeit von 10 Minuten ist um. Das Ganze sieht jetzt derart aus. Das ist eigentlich genau das, wie ich mir vorgestellt habe. Ich habe kein Wasser mehr zugefügt, lediglich einmal etwas nachgesalzen, weil es mir doch ein bisschen zu lasch war. Das probiert aber gerne wieder selber aus, wie es euer Geschmack zulässt. Ansonsten, das Rezept kommt gleich nochmal im Abspann. Was bleibt? Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, teilen, liken, kommentieren und ein Abo dalassen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.